Ja, so verlasst ihr das Haus der Witwe Putz, die gerade nicht mehr in der Küche steht, sondern bereits im hinteren Ankleideraum von ihr ist und sich verschiedenste kleine Sachen heraussucht, mit denen sie dann die Reise antreten kann. Ihr könnt sie da wühlen hören, wenn ihr dann aus der Küche heraustretet auf die, ja, auf den Innenhof bzw. dann die Straße, wo es dann auch schon zum Arenaviertel geht. Vor euch könnt ihr schon wieder das riesige Immernstadion aufragen sehen. Und so, ja, könnt ihr euch wieder ein bisschen umsehen. Die Straße hier, wo die Bannstrahler vor einiger Zeit Jelef ibn Yasafar angegriffen haben. Ihr erinnert euch, auch das ist schon einige Zeit her. Ja, die Tür wieder zugezogen, steht ihr jetzt auf der Straße und betrachtet euch gegenseitig, mustert euch, wie geht's jetzt weiter? Wir sollten zuerst zur Schwarzen Gilde bzw. im Zirkel der freien Wissenschaften gehen. Dann bringen wir wohl das Unangenehmste zuerst hinter uns. Ihr habt wohl Was recht. genau wolltet ihr jetzt nochmal dort erfragen? Nun, wir wollten diese alchemistischen Säuren für Ömer beschaffen. Die Paralys-Artefakte für den Ogerlöffel. Zudem wollten wir gemeinsam unsere Erinnerung auffrischen an die Geschehnisse bzw. die Informationen, die wir über Galotta haben. Ihr erinnert euch, Polberra kannte ihn. Und ich berichte euch davon. Vielleicht ist es hilfreich, wenn euer Gedächtnis durch Polberra aufgefrischt wird. Und ihr lernt ihn einmal persönlich kennen. Ja, ich kann das kaum erwarten, wirklich. Ich Nein, glaube. ich fragte tatsächlich, ob wir vorher die Information benötigen, ob es noch Haare gibt. Weil die Alchemisten halten sich ja im Effa-Tempel in Nadesheim auf. Nicht Prahe. Pyrrhos Brauer gehört zum Zirkel der freien Wissenschaften. Ja, und wir haben ihn zuletzt dort gesehen. Zuletzt sahen wir, wie er augenscheinlich in Richtung seines Laboratoriums zurückkehrte. Und Polygon alleine mit den Die Gästen werden sehen, stieß. ob er anwesend ist oder nicht. Gut. Nicht wahr? Nun dann. Ich gehe voran und führe. Ich gehe davon aus, ihr geht aktuell zu 6 bzw. zu 7 mit Ansven. Niemand will sich trennen. Aber mir. Ja. Ich werde diesen Schwarzmagier so viel Spielraum lassen, wie es möglich ist. Aber mir gefällt das gar nicht. Nun, es muss euch nicht gefallen, aber es geschieht alles zum Wohl von Garrett. Denkt daran, bevor ihr etwas Unüberlegtes tut. Ich werde am Ich lege besten einen Arm dann. um Jalans Schultern. Keine Sorge. Diese Männer, genau wie wir, interessieren sich dafür, für die Götter zu kämpfen. Geben wir Werde ihnen eine Chance. am besten einfach gar nichts sagen und ihr übernimmt das Reden. Das halte ich für eine Genau. vernünftige Idee. Aber denkt immer daran, dass es die Schwarze Gilde war, die Galotta freudig aufnahm, als er verbannt wurde. Und ja, er war auch Mitglied der Weißen Gilde. Gehen wir. Ja, so kommt ihr wieder in Richtung des Zirkels. Jalan, du weißt, dass von Kaiser Perval hier ein Erlass, ja, vorhanden ist, der ihnen alles gestattet, zu tun, was auch immer sie tun möchten. Sehr zu deinem Missfallen. Ihr steht dann wieder in dem kleinen Vorraum. Vor euch sitzt ein Sekretär, der euch auffordernd ansieht. Ja, meine Herren, wohin möchten Sie bitte? Wir möchten gern, nun ja, Paul Berre bzw. seine Spektralität von Alan versprechen. Zornbrecht mit Namen. Ja, kennen Sie den Weg noch oder soll ich Sie dort noch Gewiss, einmal? gewiss. Ausgezeichnet. Dann bitte. Er deutet einmal aus seiner kleinen Kanzel heraus nach oben die Treppe hinauf. Ja, ich gehe nach oben, stehe dann vor dieser Tür, klopfe einmal. Herein. Eine weibliche Stimme. Ich öffne diese Tür und trete ein. Ja, Iserun schaut nicht schlecht, als ihr das sieht. Und dann könnt ihr allesamt, wenn ihr hineintretet, vor euch
erkennen eine Magierin, die dort sitzt, anmutig, die Beine übereinander geschlagen, ein weitärmeliges weißes Hemd, weißblondes Haar, ein Bild der Eleganz. Wie eine alvaranische Gestalt sitzt sie hier und Kieras fällt auf, sie riecht nach Zitrone. Ja, tretet doch bitte ein. Die Zwölfe zum Gruße. Wir wünschen, seine Spektralität Zornbrecht zu sprechen. Ja, ich wurde bereits von ihm darüber aufgeklärt, dass ihr gleich hier erscheinen möget. Und ebenso wollt ihr wohl etwas von Berra. Exakt dies. Ja, dann seid doch willkommen. Setzt euch. Ich habe bereits ein paar Stühle herbringen lassen. Aber gestattet mir doch euch, mich vorzustellen. Nandionella Terbysios. Ich bin diejenige, die Berra im Zaume hält. So. Eine wahre Freude. Kiaras Karinor. Ich will dir einen Handkuss geben. Ja, sie knickst auch artig vor dir, weiß ich wohl also zu benehmen. Nun, wo sind die restlichen Herrschaften? Nun, wenn ich Berra richtig verstanden habe, dann schnippelt er wieder mit seinen Scheren in irgendeiner Leiche herum und versucht sie zum Leben zu erwecken und Savertin und Zornbrecht wollten wohl gleich kommen. Na gut, dann werden wir so lange mit euch vorlieb nehmen. Gestattet mich vorstelle, Abelmir Jamorines. Ja, ich weiß selbstverständlich, wer ihr seid. Immerhin wurdet ihr von Zornbrecht angekündigt, aber auch nichtsdestotrotz weiß ich, dass ihr vor kurzem erst in Al-Anfa gastiert habt. Ihr seid wohl informiert. In der Schwarzen Gilde ist man natürlich informiert. Auch wenn die Kontakte nach Al-Anfa nicht ganz so gut sind, wie sie es sich der ein oder andere vielleicht wünscht, aber ja. Darf ich euch meine Kollegen und Gefährten vorstellen? Jarland Greifmund von Schnattermoor. Es ist mir eine Freude. Dieser prächtige Bursche hier ist Rafim Ibn Kanavar. Mhm. Von der Basaltfaust. Euer Begleiter in den Dschungeln, korrekt? Exakt dieser. Eine erfolgreiche Expedition, wenn ich so wie ich sagen würde. Nun, mein kleiner tulamidischer Freund hier ist Ömer Ibn Hamil. Ömer von halt sich dabei tief. Auch das ist mir eine Ehre. Und dieser prächtige Geweihte der göttlichen Stute ist Kias Doflamino Carinor. Doflamino? Der Name meines Vaters. Ein Carinor. Schön, schön. Und nun nicht zuletzt, diese wunderschöne Frau ist Iserun von Spogelsen. Iserun? Ich werde zum Große. Ich habe schon viel von euch gehört. Setzt euch. Etwas Tee? Während wir warten? Gerne. Nun, ich glaube, Zornbrecht und auch Savertin wären pünktlich hier gewesen. Aber sie sind noch mit den Tränken unten beschäftigt. Wenn ich richtig darüber informiert bin, dann soll es anstatt einer Venenik ein Virtutica werden. Zeit, ich bin in der Sprache der Alchemiker nicht besonders bewandert. Was ist dies? Ach, ich verstehe, richtig, ihr habt dort noch keine Kontakte zum Roten Salamander. Wir haben uns nach einer gemeinsamen Disputation mit dem guten Koch, den ihr bestellt habt, dazu entschlossen, dass ein Zwei-Komponenten-Gift von Prahe wohl nicht den Zweck erfüllt, den ihr gerne hättet. Und daher haben wir uns dafür entschieden, oder dazu entschieden, dass wir einen Willenstrunk für euch herstellen aus den Haaren des Galotta. Einen Willenstrunk? Eine mächtige Waffe. Was bewirkt denn solcher? Feridonius Melena Ahr hatte ihn bereits vor über 300 Jahren beschrieben. Er macht euch immun gegen sämtliche Beherrschungsmagie, die ausgeht von dem Träger eben jener Haare. Und da wir wissen, dass eben jener ein herausragender Beherrschungsmagier ist, ziehen wir es doch vor mit unseren Expertisen, dass wir euch kein Zwei-Komponenten-Gift, keine Venenik zur Verfügung stellen, sondern Virtutica.
Karinor, ihr habt doch mal so ein Ding getrunken. Auf. Ihr wisst schon wo. Ja, jetzt wo ich die Beschreibung höre. Tatsächlich, ich glaube, ich habe wirklich einmal so etwas getrunken. Es hat mir auch tatsächlich geholfen, als die Hexe versucht hat, mich zu verzaubern. Ihr werdet immun gegen die Merkmale Eigenschaft, Einfluss, Form, Heilung, Hellsicht, Herrschaft, Schaden und Verständigung. Nun ja, das Merkmal Heilung könnte uns zum Nachteil gereichen, nicht wahr? Aber mir, ich habe so viel Gutes von euch gehört. Es geht um Einflussmagie von Galotta. Um Heilungsmagie von Galotta. Ach so, ich verstehe. Es ist zielgerichtet. Selbstverständlich. Was glaubt ihr denn, wenn ihr dort nach oben eintretet und dann in den Thronsaal vorgelassen werdet, dass ihr ihn mit einem Schwert angreifen könnt oder ihm, etwas wie ein kleines Fläschchen injizieren könnt? Ich glaube, wenn ihr dort oben aufschlagt und diesen Trank nicht bei euch führt oder bereits getrunken habt, dann wird höchstwahrscheinlich gar nichts mehr mit euch passiert, sondern ihr werdet einfach nur wie Marionetten neben ihm stehen. Eben dies zu verhindern, dieser Trunk. Dann sind wir sehr froh, dass wir diesen Trunk haben. Und ich gebe euch allen eine Vorwarnung. Trinkt ihn schnell und in einem Schluck runter. Und ignoriert die Haare in den Zähnen. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ein sehr nützliches Gebräu. Ja, aber ihr wirkt noch nicht so ganz begeistert wie eure Begleiter. Was stört euch? Nichts. Werden eigentlich dadurch alle Haare verbraucht? Wisst ihr das schon? Höchstwahrscheinlich nicht. Wir brauchen für eine Fiole ein Haar. Und dadurch, dass ihr uns mehrere geben konntet, werden sicherlich noch welche übrig sein. Aber wie gesagt, ein Gift könntet ihr euch in die Haare schmieren. Mein Begleiter Ömer regte an, die Säulen, die diese Feste am Schweben halten, mit einer Säure zu bekämpfen. Welche Säure würdet ihr empfehlen für ein solches Unterfangen? Wobei, welches Material ist denn? Mindorium, magisch. Und Unmetall wahrscheinlich. Ob Unmetall oder nicht, ich denke, dass Königswasser wird eine ganze Menge an Metallen vernichten. Erhöhen wir das Ganze und machen Kaiserwasser daraus. Und dann werden auch magische Metalle vernichtet. Wie transportiert man das Gebräu? Ich vermute nicht, dass ihr einen mit Endurium-Staub bedampften Kolben bei euch führt. Leider nicht. Zurzeit nicht, nein. Dann wird wohl einfaches Glas reichen. Es werden zwar Metalle zerfressen, aber Glas ist alchemisch betrachtet eine andere Zusammensetzung. Oh, wirklich? Wie praktisch. Die stellt uns natürlich vor eine gewisse Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, wir beratschlagen uns mit einem, Katapult in diese Festung zu transportieren. Und Glas ist, wie ihr wisst, sehr zerbrechlich. Ein Katapult. Ömer nickt darauf hin. Den Ogerlöffel. Ein Riesenkatapult, wie man sagt. Wir untersuchen auch noch weniger selbstmörderische Ideen. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Glas nun etwas weniger fragil zu machen? Habt ihr Enduriumstaub? Nein. Ihr könnt auch einfach ganz profan das Glasfläschchen in Holzwolle packen. Das würde helfen bei einem dermaßen harten Aufprall. Wir schauen uns noch um nach anderen Möglichkeiten, dort hochzukommen. Ich denke, der Ogerlöffel wird die beste Wahl sein. Du sagst das doch nur, weil du unbedingt abgeschossen werden willst. Das kann ich so nicht abstreiten. Wie lange wirkt dann dieses Kaiserwasser überhaupt? Das Kaiserwasser?
Nun, es frisst sich langsam durch die Metalle hindurch. Langsam, aber unaufhörlich. Gibt es eine Begrenzung der Dauer dieser zerstörerischen Wirkung? Bis es aufgebraucht ist. Es ist also abhängig davon, wie viel ihr tatsächlich verätzen wollt. Gebt mir einfach einen Durchmesser oder einen... Wir können natürlich auch aus einem Gewicht ein Volumen berechnen. Es kommt darauf an, müsste man eine solche Säule komplett zerstören, damit sie ihre Wirkung verliert, oder nur ankratzen. Und wenn wir ihr Fundament zerstören, würde das wahrscheinlich ausreichen. Also zumindest werden die magischen Muster, die darin gespeichert sind, irgendwie verändert, zerstört. Es könnte also ausreichen, nur einen Teil davon zu zerstören. Sagen wir, wir brauchen so viel wie möglich. So viel wie möglich. Dann werde ich mich doch einmal selbst gemeinsam mit meinen kleinen Grolmen an die Verrichtung dieses alchemischen Rezeptes machen. Ihr werdet nicht wirklich irgendwelche Grolme mit so etwas beauftragen, oder? Grolme sind hervorragende Alchemisten. Und Grolme sind garstige kleine... Ja, das ohne Zweifel. Das ohne Zweifel, aber sie brauen tatsächlich meisterhaft. Und wenn man im roten Salamander unterwegs ist, dann wird man viele gute Kontakte haben. Nun ja. Der Tee ist übrigens hervorragend. Danke. Es klopft an der Tür, sie wird aufgemacht und ihr könnt erkennen, wie Savertin und Zornbrecht eintreten. Stehen natürlich auf. Savertin selbst wirkt fast wie ein Schatten, fließend. Wie ein richtiger Schwarzmagier. Als die Tür sich dann schließt, könnt ihr dann aber auch sehen, wie der Schatten so etwas von ihm abperlt, tropft, ohne dass es greifbar wäre und er dann wieder wie ein normaler Mensch aussieht. Hinter ihm eine Achatz mit Menschenhand. Oh, ich war natürlich darüber informiert, meine Freunde, dass ihr eintrefft. Ich habe bereits Savertin erzählt, dass ihr hier oben sitzt und... wir haben jetzt die Tränke für euch vorbereitet. Ich denke, dass Nandionella euch hier schon bereits darüber aufgeklärt hat, dass wir euch kein Venedig mitgeben. Ja. Gut. Dann herunter damit, es ist noch warm. Wie lange hält dieser Trank? Ein Leben lang. Oh, wirklich? Entweder euer Leben oder Carlottas Leben. Zumindest werdet ihr immun für seine Beeinflussung werden. Bis nur einer von dem Teil... Ja, bitte? Das wird ihm fleißig so versalzen. Entschuldigung. Ich trete man ihn heran. Nehmen ihm wahrscheinlich so eine kleine Ampulle aus der Hand. So ein kleines Reagenzglas ist tatsächlich warm. Stopfen das schon drauf. Kannst du dann aber auch entkorken. Ich nehme auch eins. Und ohne dann zu riechen, schlucke ich es runter. Mhm. Warm. Tatsächlich sehr warm. Denk dran, ein schneller Schluck. Und entkork meinen und trink den. Ex oder Ork. Und Raffin kippt eins. Immer zu den Schultern, nimmt sich eins, vielen Dank für eure Qualität, entkorkt das und trinkt das auch ganz schnell runter. Ja, es geht auf dieses Gebräu hinab, verrichtet dein Werk. Und runter damit. Ich guck zwar sehr misstrauisch, nehme das aber doch zu mir. Nun, dann wollen wir hoffen, dass dies nur der Willenstrunk war und kein Zwei-Komponenten-Gift. Zwinker Zornbrecht euch zu, sammelt die Reagenzgläschen wieder ein und verlässt dann den Raum. Hauptsache, wir nicht auf Alkohol. Zornbrecht, wann wird Magister Polberra hier eintreffen? Ja, er schließt gerade wieder die Tür, ohne dass er dich noch... Also er hat dich wohl gehört, aber er ignoriert dich. Ich habe den Zornbrecht hier nicht mit... Ja, Zornbrecht ist gegangen. Ach so, glaube ich... Okay. Zornbrecht ist gegangen. Er mag dich. Savertin, eure Spektrobitz sagt, wann könnten wir mit Polberra sprechen? Wir hätten noch
meine Runde, meine Gefährten hätten gerne aus erster Hand die Informationen, die ihr mir zukommen ließ, erfahren. Ich denke schon, dass dies außerordentlich wichtig wäre, wenn ihr den Kampf gegen Galota aufnehmt, dass ihr noch einmal mit ihm redet. Er sitzt unten in seinen Laboratorien. Nun, Rafim, könntet ihr unseren Gefährten den Weg weisen? Ich hätte noch etwas zu besprechen. Ich komme gleich nach. Was soll ich denn bis... Ah, wo das ist? Unten im Keller, ihr wart schon dort, nicht wahr? Ach so, da. Da, wo die ganzen Leichen rumliegen. Soll ich euch zu Berra führen? Nein, ich hätte noch etwas zu klären mit euch, wenn ihr verzeiht. Eure Spektralität. Nandionella hatte gerade gesprochen. Ach so, sorry. Ja, damit steht sie grazil auf, streicht sich noch einmal ihr weißes Hemd glatt und die Pluderhose, erhebt sich und geht dann mit euch gemeinsam nach unten. Ich biete ihr einen Arm an, um sie zu führen. Ja, sie nickt ihr freundlich zu und ergreift. Ich starre Karin noch böse nach. Er braucht nicht viel, um Kieras zu verführen. Muss ich die Schwarzmagierin nur in Weiß kleiden? Naja, immerhin hat sie einen größeren Schwanz als Jalan. Ich komme aus Alanfa, ich habe Schwarzmagier in der Familie. Vielleicht nun. Bist du ein Schwarzmagier und wir wissen es noch nicht. Vielleicht. Meine Herren, meine Damen, ihr wolltet Paul Berra sprechen. Er wartet im Keller auf euch. Ich komme gleich nach. Ich bin so schade, dass ihr das Gespräch verpasst. Ja, ich folge der Dame. Ja, so könnt ihr zu 4, 5, 6, je nachdem, also Abel mir bleibt zurück. Die anderen können nach unten in den Keller gehen zu Berra. Also gut, Abel mir, wir sind allein. Habt ihr euch mein Angebot überlegt? Ich habe es mir wohl überlegt, zum Schutze meiner Gruppe und zum Schutze Garretts, glaube ich, ist ein gutes Geschäft, wie man bei euch sagen würde, nicht wahr? Ich hätte noch ein oder zwei Fragen zu den Schatten, wenn ihr gestattet. Die werde ich euch selbstverständlich beantworten. Die 7 Zeichen haben damals ebenso zugesagt. Und sie lagen auch nicht falsch. Wenn ich den Schatten beitrete, wie erkenne ich einen Schatten, wenn ich ihn erkenne? Tragen sie versteckte Siegel? So etwas Profanes wie Siegel oder Ringe gibt es bei uns nicht. Ich kenne ihre Zugehörigkeit und ihr werdet mit mir sprechen. Das heißt, wenn ich eventuell einen Schwarzmagier töte und ist ebenfalls ein Schatten. Was geschieht dann mit mir? Wenn ihr im Verlauf eurer Abenteuer, du hörst die Gänsefüßchen, er wird sie aber selber nicht mit den Fingern gestikulieren, wenn ihr auf euren Abenteuern einen Schatten finden solltet und ihn tötet, dann hat er es nicht verdient. Allerdings werden die Aufträge, die ich euch gebe, jemanden umzubringen, niemals einen Schatten selbst treffen. Es sei denn, er ist ein gefallener Schatten, was bisher noch nicht vorkam, aber sollte es Verräter innerhalb unserer geben, dann werden diese eliminiert. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns vollkommen. Nun... Lasst mich euch erklären, wie Schatten ihr Werk tun. Wie gesagt, Ziele sind immer gefallene Schwarzmagier oder aber jemand, der den Frieden, den Unfrieden stören könnte. Paktiere, Dämonen. Wenn ein solcher Auftrag ausgegeben wird, taucht ein Magier in die Schatten ein und verlässt sie erst wieder, wenn er mit einem Dolch hinter dem Opfer steht. Sticht zu. Oder wirkt ein Herzschlag Ruhe. Was auch immer ihm einfällt, der Auftrag ist auszuführen und er verschwindet wieder ungesehen.
Diese Zauber, die ihr erwähnt, werden sie mir zur Verfügung gestellt? Selbstverständlich. Ihr mögt zwar Kampfmagier sein, der von der Weißen Gilde ausgebildet worden ist, aber ihr bedient euch damit nicht des gesamten Kanons. Die Schwarze Gilde stellt euch wenig Schranken zur Verfügung. Nun gut. Wie beschwören wir dieses Geschäft? Kommt doch einfach nach dieser Schlacht in den Wolken zu mir. Und wir reden dann in Ruhe darüber. Einverstanden. Nun gut, ich werde mich jetzt zu meinen Gefährten begeben, sonst schöpfen sie eventuell noch Verdacht. Den haben sie sowieso schon. Das mag sein, aber man muss diesen ja nicht unbedingt bestärken. Auch sehr gut für Verhandlungen ein Duplikatus. Schickt einfach ein Doppelbild mit und sie werden nie wissen, dass ihr nicht dort wart. Aber dazu später mehr. Nun gut. Hab Dank. Über die Artefakte, die wir vielleicht noch benötigen, sollten vielleicht noch einmal später sprechen. Sprecht da am besten mit Zornbrecht. Aber ja, stellt mir einfach eine Liste zusammen mit den Sachen, die ihr braucht, und wir werden sie euch zur Verfügung stellen. Dann hab Dank. Wir hören voneinander. Ganz sicher. Ja, dann verlasse ich den Raum, verbeuge mich vor der Tür nochmal, drehe mich vorne um, verbeuge ich nochmal und verlasse deinen Raum in Richtung Keller. Ja, wo wir auch mittlerweile sind. Ihr könnt dann durch den Keller hindurchgehen, das ist sehr muffig, sehr moderig, und dann stößt Demelioe, Nandionella, Terbysios eine der Türen auf, und ihr könnt vor euch einen Obduktionsraum erkennen. Viele erhöhte Steinpulte, auf denen man dann auf Brusthöhe arbeiten könnte, und darauf dann drei verschiedene Leichen. Bolbera sitzt gerade mit einem Tee in der Ecke und betrachtet euch, als ihr hineinkommt. Seine Hände sind blutverschmiert. Ich bitte im Stillen Boron um Vergebung. Ich halte mir die Nase zu. Oh, das riecht hier wie in Sedem.